magischen Werkstatt des Weihnachtsmannes einige Überraschungen. Ho, 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 ihr Wichtel! Sputet euch, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Ho, 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 ho! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Video-Weihnachtskalender. Und ich wünsche viel Spaß beim Ansehen und Nachbasteln. Wieder ein Basteltipp, diesmal etwas größer. Und zwar sehen wir ein Birkenmännchen, das heißt also ein Weihnachtsmann aus Birke. Der ist allerdings ein bisschen größer, also heute keine kleine Bastelei. Zunächst möchte ich hier mal den Stamm zeigen. Der ist schräg geschnitten, sodass wir hier vorn auf dieser Fläche die Möglichkeit haben, das Gesicht aufzumalen. Alle anderen Teile unseres Weihnachtsmanns sind aus Tapete, ein bisschen Strukturtapete, damit es nicht ganz so glatt aussieht. Eine Wattekugel ist wieder das Gesicht. Und rotes Papier für unser Mützchen. Das heißt also, auch hier gilt eigentlich Fantasie haben mit Gesicht, Haaren, Bart und Ähnlichem. Einfach dran geklebt. Unser Säckchen ist eine Serviette, die zusammengebunden wurde, mit etwas Watte gefüllt, Bändchen dran und festgeklebt. Hier sollte man allerdings Heißkleber verwenden. Auch die Bommel hat er aus Tapete bekommen. Wenn die schön fest ist, dann hält er es auch ein paar Tage draußen vor der Tür aus. Das Gesicht kann man entsprechend nach eigenem Wunsch gestalten und die Augen aus kleinen Wackelaugen, auch die kann man kaufen. Und wenn man möchte, kann man auch noch mit Watte das Haar oder den Bart, je nachdem, gestalten. Und schon hat man eine ganz einfache, recht kostengünstige Form der Dekoration, die für innen und außen gut geeignet ist.